Jo, dann mal herzlich willkommen. Ja. Bei Sims 3, ja. Ich habe es länger nicht mehr gespielt. Ich habe überhaupt keine Peilung und, der hat irgendwas vor. Das ist nicht. Also, die Aufgabe ist. Schulfreunde. Nee. Tatsächlich. Handarbeiten. Wer ist denn jetzt wer? Unterricht halt. Achso, genau. Handarbeiten. Freunde finden. So, alles klar. Freunde finden. So. So. Mhm. Alles klar. Weiß nicht, ich hab's hier wohl ein Update. Ich habe überhaupt keine Peilung. So ein bisschen was verändert. So, also sein Status ist ja nicht gerade besonders berauschend. Wir schauen mal nach, was das Problem ist. Spaß hat er ja, weil er gerade liest. Okay, bekommt gerade was. Aber er könnte ein schönes Bett gebrauchen, sehe ich gerade. So. Haben wir hier einen Freund schicken, können wir ja mal machen. Oh, dann muss ich auch aufräumen. Ja, recyceln. Muss er das auch gleich recyceln und das Job suchen, lesen, recyceln. Ja, den schicken wir, was. So. Geschenkpaket, aber los schicken. Hopp, bitteschön. So. Sehr kreativ. Ja, schicken wir mal. Erfolge verschickt. Zack. So. Dann muss ich sagen. Schmeiß mal den ganzen Zeitungskram hier mal weg. Dann entspannen im Bett machen. Hier auch Bett machen. Wir haben noch ein Bett frei. Wir sollten vielleicht noch mal ein Kind hinzuziehen. Ein weiteres. Vielleicht keine ganz schlechte Idee. Mal schauen. So. Müssen wir das auch sauber machen? Säubern, auch säubern. Das ist ja volles Programm hier. Haben wir keine Haushälterin eigentlich? Ich habe Gefühl, wir haben keine Haushälterin, ne? Sollten wir uns vielleicht zulegen. Wann muss er arbeiten, der Gute? Wann muss er denn arbeiten? Der hat... Startet in 6 Stunden. 6 Stunden muss er arbeiten. 18 Uhr. Alles klar. Gut. Er hat Hunger. Als nächstes tun wir was gegen seinen Hunger. Reste essen, ja, und Reste haben, nehmen wir mal das Top Surprise nochmal. Essen wir mal. Und wenn das hier bei Sims 3 ein bisschen lebendiger, allein dass Autos hier vorbeifahren, so ist dieses Gefühl, diese Lebendigkeit habe ich bei Sims 4 nicht. Das täuscht vielleicht. Also ich habe Geräusche von Autos, von Umwelt, Vogelzwitschern und so. Das kommt bei Sims 4 nicht so gut rüber. Meine ich. Vielleicht bin ich auch einfach voreingenommen, weil ich einfach von Sims 4 enttäuscht war. Okay. Ich habe bei Sims 4 übrigens ein paar Add-ons zugekauft. Ja. Das wurde erstmal den alten Scheiß auf. Ich hoffe, es ist nicht verdorben. Ja, scheint gut zu sein. Ne? Ja, schmeckt wunderbar. Herrlich. So. Das ist ja ein Timmermann. Okay. Timmermanns haben wir eben. Oh, doch nicht so gut. Wasser. Verschluckt. So, Hunger hat er jetzt nicht mehr. Wenn du das dann aufgeräumt hast, räumst du das auf? Aufräumt? Was muss ich das eigentlich immer sagen? So, hoppla, jetzt mal gucken. Wir haben eine Badewanne. Okay, dann können wir hier mal ein schönes Bad nehmen. Jetzt ist kaputt. Wo soll ich das denn ersetzen? Ist doch noch gut. Wird nichts ersetzt. Was? Was ist denn das für Extreme? Ich glaube, der braucht mal einen Arzt. Warum hat er so einen komischen, langweiligen Outfit an? Sehr behaart, der auf den Affe. Haben wir ihn so gemacht? Das habe ich bestimmt, weil ihr es so wolltet. So gemacht. So.
Guck mal hier, was war wunderbar noch ein weiteres Kit rein hier. Das Zimmer. Weiß nicht, besser kann man, ist da nicht noch Platz für an die Wand stellen hier? So, das Bett steht so weit ab. Pop mal. Ich muss mal kurz gucken. Ja, steht ab. Das ist doch Platz hier. Soll mal rüberstellen. Hm. Komisch, warum ich das so hingestellt habe. Weiß nicht. Vielleicht hast du eine Gründe gehabt. Keine Ahnung. Ich habe es jetzt mal wieder jetzt ein bisschen an die Wand gestellt. Oh, ein bisschen Backen hier. Guck mal. Sinkt in die Wand ein. Okay. Wo ich das hier mit dem Kinderbett von unserem Sohn auch fast so gemacht habe. Ich habe die Wandleiste abgenommen. Da unten die Leiste. Genau da, wo das Bett reinpassen. Und... Ja, das war das. Also irgendwas habe ich noch gemacht. Da muss reinpassen. Ich musste da noch ein bisschen was am Bett verändern. Der hat ein Etagenbett. Etagenbett ist Quatsch. Ein Hochbett hat er. Und dann ja, musste ich leider ein bisschen... Musste ich ein bisschen rumschrauben, damit es da noch passte. So. Jo. Gucken. Was haben wir denn noch Schönes? Ich habe auch nicht viel zu erzählen. Ich habe auch nicht viel zu beantworten. Ihr habt auch nicht viel gefragt, nämlich gar nichts. Und ja, es gibt deutlich weniger Videos von mir. Hör mal auf zu lachen. Also der lacht mich jetzt nicht aus. Das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Aus den Gründen, weil YouTube hat ja alles umgestellt. Alles besser, alles toller, was auch immer. Und nun werden meine Videos anscheinend gar nicht mehr gefunden. Das habe ich jetzt nur noch ein, zwei News pro Video. Ja, das macht, mir macht zwar immer noch Spaß zu spielen, mir macht das auch noch Spaß aufzunehmen und was zu erzählen. Aber es ist dann doch schon irgendwie das Gefühl eines, ja, mit sich selber reden. Ja, mit sich ganz alleine reden. Und es ist keiner dabei, der es zuhört. Der zuhört. Der es zuhört. Man tut jetzt auch wieder grandios, allerbest. Oh, da guck mal hier. Timo, oder wie heißt er? Nee, wer ist denn das? Martina Grusel. Was will der denn? Nicht in die Barsch begründen, ein bisschen doof. Heißt er uns. Der macht hier so eine. Könnte verscheuchen? Nein. Hör auf damit. Freundschaftlich begrüßen. Genau. Gehört zu unser Haushalt? Ey, wie ist das? Hört das unser. Martina Grusel? Was? Warum? Ja, gut, das. Kusmert. Hier sieht man nur zu unserem Haushalt. So, freundlich. Kennenlernen, muss man mal sehen. Loben einfach mal. Loben ihn einfach mal. Freundlich. Plaudern. Wibby Tonga. Argo Jebsequeg. Kommt der her? Grusel. Krela. Nork. Na gut, so gruselig sieht er aber gar nicht aus. Ajinka, es ist gruselig, dass er einfach ins Haus kommt. Das ist gruselig. Er kennt uns nicht mal. Wir können ja ein böser Mensch sein und Kinder essen und sowas. Hat er was gegen was? Ihr schlini Ubersaus? Ja, hält uns für gesellig. Okay. Tiwuwa wobo. Ayatiko hakasintinam. Kudu karaso. Mubna Minok Mimpelnack. Machen wir noch ein bisschen kennenlernen, das ist wichtig. Freundlich, Geschichten erzählen, freundlich, quatschen, freundlich, plaudern. Wer ist denn das? Zur Arbeit, achso, okay, dann musst du arbeiten leider. Tut mir leid, da fällt das alles andere aus. Rousey Babs. So, und wo ist unser Sohn? Der schaukelt irgendwo. Hat noch irgendwo eine Aufgabe? Der schaukelt hier, okay. Der geht nicht nach Hause direkt. Der spielt hier erstmal ganz in Ruhe. Huch. Und die Kameraführung wieder klarkommt. Alles klar. Okay, ja, auf jeden Fall Spaß, würde ich sagen. Hat er nicht noch eine Aufgabe gehabt? Begrüßen.
So, das ist eine Aufgabe, ne? So Zeug. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn hin? So. Boah, da läuft zu schnell. Ich kann nicht zu schnell. Da. So. Plaudern. Fangspiel haben wir schon. Okay. Was war das? So, Bangla. Blablabla. Beschleunigen wir das Ganze mal, ne? Wir sind auch schon ziemlich am Ende. Energie ist runter, Hunger haben wir. Ja, wir spielen kriegen. Seht ihr, das ist so schnell. Hä? Du schläfst da nur. Was ist das denn wieder? Hä? Nein, er braucht das. Wieso hat er Geburtstag? Ist er schon zu alt? Ach nö. Warum hat er jetzt Geburtstag? Autofreak, Athletik, Angler. Jetzt muss ich erstmal was raussuchen für ihn. Was haben wir denn? Charismatisch, Draufgänger, ehrgeizig. Ehrgeizig, wenn du ehrgeizig. Du kannst dann jetzt hier noch weitere. Aha, okay, noch weitere. Ehrgeizig. Achso, ich muss. Hör mal. Ehrgeizig? Ja, so. Unterschied zwar nicht. Geht zwar nicht oder raus? Nee, kann ich nicht rausmachen. Okay, es bleibt drin. Gott, sieht scheiße aus. Nach Hause. Haben wir wieder. Hetzend. Ich hab's doch verlängert. Wieso ist mein Kind halt zu kurz? Hab ich jetzt nicht jetzt ganz verstanden? Option. Oh, ist die Kindheit zu kurz? Kleinkind, Kindheit 150 Tage. Geht nicht länger, Teenager. Oder 100. Junge Erwachsene. Aha. Okay. Na gut. Mal nach Hause. Ah, zu Hause, okay. Sommer Vize Nancy Mon. Mal eine tiefe Stimme, Outfit wechseln. Oh, Zossum Fosco Wannabob. Ah, nein. Ich geh erstmal schlafen. Outfit planen. Hm? Der ist nicht geschlafen. Penner. Der spielt schon so lange, dass er jetzt schon zum Erwachsener wurde. Interessant. Wenn er zumindest, wenn er seine Stufe erreicht hat, also sprich, wenn er älter wurde, hätten sie wenigstens sag schon alles wieder auf grün stellen müssen, dass man da wieder eine Chance hat, wieder hinzukriegen, wenn man so als Geburtstagsgeschenk sozusagen. Naja, gut. Ich mache an dieser Stelle Schluss und mal gucken, wie ich ihn einkleide. Das werdet ihr in der nächsten Folge sehen.
irgendwann im Laufe des Jahres oder nächsten Jahres. Mal sehen. Ciao. Bis dann. Euer Jockel.